fremd. Wer oder was ist ihnen fremd? Die syrische Frau, die vor Krieg, Not und Verfolgung nach Deutschland geflohen ist? Oder dieser Mann, dem in seiner Heimat wegen Homosexualität die Todesstrafe droht? Ist Ihnen das Verhalten dieser Frau aus Jena fremd, entweder wegen dem, was sie tat, oder wegen dem, was sie unterließ zu tun? Oder der auf das Grundgesetz vereidete deutsche Finanzbeamte aus Escheburg, der ein Haus anzündete, in welches Asylbewerber einziehen sollten? Oder ist Ihnen der Gedanke einer Frau aus Dresden fremd, an der Grenze auf Flüchtlinge zu schießen? Oder der deutsche Arzt, der sich trotz hippokratischen Eides weigert, Flüchtlinge zu behandeln? Sind Ihnen die nicht-deutschen Männer fremd, die in der Silvesternacht in Köln Frauen sexuell belästigt haben? Und was ist mit den deutschen Männern, die das Gleiche tun? Sind ihnen die selbsternannten Bürgerwehren fremd, die auf ausländisch aussehende Menschen Jagd machen? Vielen scheinen unsere eigenen Grundsätze von Humanität und Liberalität fremd geworden zu sein. Mir sind all jene fremd, denen Nächstenliebe und Anstand fremd sind. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist hier nicht integriert in diesem Land? Für mehr Vielfalt in Deutschland.